Pjöngjang, Hauptstadt von Nordkorea seit 1948. Bankrottes Einsiedlerreich, letzte kommunistische Bastion, von Außenwelt und Internet abgeschnitten, leistet sich die viertgrößte Armee der Welt. An Klischees mangelt es diesem Korea nicht. Doch was wissen wir wirklich über dieses Land, außer dass es zwei Korea gibt? Seoul, Hauptstadt von Südkorea seit 1948. Blühende Zivilgesellschaft, Siegeszug des Kapitalismus, 13. Weltmacht. Ein Land, in dem die Kinder Samsung-Handys haben und Baseballkappen tragen. Noch mehr Stereotypen. Wie soll man die Geschichte Koreas erzählen, wenn es doch zwei davon gibt? Zwei Geschichten, zwei Länder mit verschiedenen Namen, zwei verfeindete Staaten. Zwei Flaggen, zwei grundverschiedene Gesellschaften, getrennt durch 60 Jahre Konfrontation. Die Taekwondo-Weltmeisterschaft zeigt uns ein anderes Nordkorea. 800 Sportler aus 80 Ländern sind gekommen, doch keine Südkoreaner. Sie dürfen sich nicht ins feindliche Bruderland begeben. Das neue Pjöngjang mit Handys, Verkaufsbuden und sogar Reklame bleibt ihnen vorenthalten. Seit drei Generationen ist jede Begegnung, jeder Anruf, jeder Briefwechsel zwischen Nord- und Südkorea eine Staatsaffäre. Seoul. Auch hier im Süden ist Taekwondo Nationalsport wie Fußball in Brasilien. Die Athleten kommen aus der ganzen Welt, nur nicht aus Nordkorea. 45 Millionen Koreaner im Süden, 25 Millionen im Norden. Was haben sie noch gemeinsam? Wiegenlieder? Spiele? Träume? Eines ist ihnen tatsächlich gemeinsam. Beide leben in einem halben oder besser geteilten Land. Alle haben die Teilung im Kopf. Seit 1945 teilt die DMZ, die ultramilitarisierte, entmilitarisierte Zone, die koreanische Nation entlang des 38. Breitengrades wie eine gewaltige, klaffende Wunde. Damit wir verstehen, wie es dazu gekommen ist, erzählen uns Süd- und Nordkoreaner in diesem Film gemeinsam ihre Geschichte. Und das zum ersten Mal. Aufgrund der Trennung sind sich die meisten von ihnen noch nie begegnet. Beim Taekwondo hat jeder Bewegungsablauf eine Bedeutung. Dieser hier heißt Dangun. Der Legende nach war Dangun der erste Koreaner, der vor 5000 Jahren der Vereinigung des Himmelssohns mit einem weib gewordenen Bären entspross. Auf diesem Mythos gründet der Gedanke einer vereinten koreanischen Nation. In Südkorea war Danguns Geburtstag lange Zeit ein Feiertag. Nordkorea, die Ebene um Pjöngjang. Hier soll Danguns Grab liegen. Es wurde zum Mausoleum ausgebaut, das der nordkoreanische Staat gewissenhaft pflegt. Hier befindet sich die Truhe, die die Seele von Dangun beherbergt. Unsere Vorfahren haben uns die Geschichte unseres Gründervaters Dangun überliefert. Alle Besucher, die hierher kommen, werden daran erinnert, dass wir ein einig Volk sind, das von Dangun abstammt und daher wiedervereinigt werden muss. Schließlich sprechen wir die gleiche Sprache und leben auf dem gleichen Territorium. Das gibt zu denken.
In Seoul, der Hauptstadt des anderen Korea, gibt es nur noch einen einzigen Dangun-Tempel. Alle übrigen wurden von der Modernisierung und den in Südkorea weit verbreiteten evangelischen Kirchen verdrängt. Dangun wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Symbol der nationalen Identität. Damals sah sich das noch vereinte Korea mit dem massiven Einfall imperialistischer Mächte aus Amerika, Russland, China, Europa und Japan konfrontiert. Vorrangiges Ziel von Russland und China war es, sich über Korea einen Zugang zum Meer zu verschaffen. Für die Seemächte Japan und USA wiederum war Korea ein wichtiger Brückenkopf, um zum Festland vorstoßen zu können. Historisch gesehen war die koreanische Halbinsel sowohl für die beiden Kontinentalmächte als auch für die beiden Seemächte ein strategischer Knotenpunkt. Korea ist eine Halbinsel, etwa von der Größe Großbritanniens. Der Norden, der an China und Russland grenzt, ist sehr gebirgig. Der Süden dient als Kornkammer. Doch die Koreaner sehen sich als Opfer ihrer geografischen Lage. Unser Land hat einen ausgeprägten Nationalstolz. Unsere Ahnen schlugen sich tapfer im Kampf gegen fremde Aggressoren. Sie waren ergebene und folgsame Patrioten. Entscheidend für den Charakter unseres Volkes ist seine Einheit. Obwohl unser Volk in seiner langen Geschichte unter zahlreichen Invasionen von ausländischen Mächten litt, blieb es von fremden Einflüssen unberührt. Sein Blut ist rein. Angesichts des Drucks von außen verschließt sich das Land. Daher der Name Einsiedlerreich, der Nordkorea noch immer anhaftet. Kein Handel, keine Missionare, keine Abendländer und keine ungleichen Verträge. 1905 besiegt Japan Russland und marschiert in Korea ein. 1910 wird Korea zur Kolonie. Amerika schaut zu und gibt sich im Gegenzug mit den Philippinen zufrieden. Die Japaner tragen die gleiche Kleidung, haben die gleichen Schiffe und die gleichen Waffen wie die Abendländer. Sie öffnen das verschlossene Land. Direkte Zugverbindungen von Busan nach Paris, Kanalisation, Stadtgas, Straßenbahn und sogar Telefon. Der japanische Staat industrialisiert das Land, besonders im Norden. Zehntausende von Koreanern gehen für Ausbildung und Arbeit nach Japan. Die Kolonisierung ist brutal. Wer sich widersetzt, wird unterdrückt. Das Rathaus von Seoul ist eines der bedeutendsten architektonischen Relikte der japanischen Besatzung. Damals war Seoul die größte Stadt Koreas, Pyongyang die zweitgrößte. Unter der japanischen Kolonialherrschaft wurde Seoul zwangsmodernisiert. Es war kein problemloser und natürlicher Übergang, sondern ein aufgezwungener. Die Stadt verlor ihr Gleichgewicht. Und das ist sehr bedauerlich. Bis heute werfen die Koreaner den Japanern vor, dass sie ihre Identität auslöschen wollten. Ich ging in einem Bergdorf in der Provinz Gangwon an der Ostküste zur Schule. Wir wurden gezwungen, selbst unseren Namen zu ändern. Wir mussten anstelle unserer koreanischen Namen japanische Namen tragen. Wer sich weigerte, so wie ich, wurde jeden Tag von den Lehrern geschlagen. Koreaner mögen weiße Kleidung. Das ist unsere Tradition. Doch sobald sie einen weiß gekleideten Koreaner sahen, bespritzten die Polizisten ihn mit schwarzer Tinte. Ich bin sehr froh darüber, dass das alles vorbei ist. Denn die Kolonialisierung durch Japan hat den Koreanern ihre Identität geraubt. Die Kolonisierung spaltet die Koreaner. Das koloniale Japan stützt sich auf die Großgrundbesitzer. Ein Teil des Volkes rebelliert, wie es dieser erste nordkoreanische Spielfilm der Nachkriegszeit zeigt. Wo gehen wir?
Auf der einen Seite befinden sich also mehr oder weniger freiwillig rekrutierte Koreaner in der japanischen Polizei und Armee. Auf der anderen Seite die koreanischen Widerstandskämpfer, die diese an der koreanisch-chinesischen Grenze bekämpfen. Einer der bekanntesten Widerstandskämpfer heißt Kim Il-sung. Als Kind hörte ich, dass sich die Armee der nationalen Unabhängigkeit und deren Generäle am Fuß des Berges hinter unserem Dorf versteckten. Im Jahr 1936 führte Kim Il-sung die Schlacht von Bochambo. Damals hörte ich zum ersten Mal seinen Namen bei der Attacke von Bochambo. Kim Il-sung, der künftige Gründervater Nordkoreas, wurde in der Nähe von Pyongyang geboren. Seine Großeltern sind Bauern. 1920 flieht sein Vater, ein christlicher Nationalist, nach China. Dort kämpft Kim Il-sung mit der koreanischen Linken, tritt der Kommunistischen Partei Chinas bei und wird schließlich zu einem der Anführer des anti-japanischen Widerstands in der Mandschurei. Sein Geburtshaus ist zum Wallfahrtsort geworden, sein Leben zum Pflichtfach für alle nordkoreanischen Schüler. In der Mitte sehen Sie den 14-jährigen Genossen Kim Il-sung, der in diesem Alter aufbrach, um unser Land zu befreien. Neben ihm sein Vater Kim Yong-chik und seine Mutter Kang Ming-suk. Kim Il-sung war Kommunist. Doch in Ostasien diente der Kommunismus nicht dazu, soziale Probleme zu lösen, sondern nationale Unabhängigkeit zu erlangen. Es ging darum, einen machtvollen Staat zu gründen und sich aus der Abhängigkeit zu befreien. Der ostasiatische und vor allem der koreanische Kommunismus hatten eine starke nationalistische Prägung. Dies ist das Geburtshaus von Genosse Kim Il-sung und das Haus unseres Volkes, die Heimstatt unserer Revolution. Zur selben Zeit wird in einem anderen Dorf der Mann geboren, der Südkorea entscheidend prägen wird. Park Chung-hee, der spätere Vater des koreanischen Wirtschaftswunders. Unter diesem Strohdach wurde er 1917 geboren. Er war der jüngste von 5 Brüdern und 2 Schwestern. Hier hat er bis zum Abschluss seines Studiums mit 20 Jahren an der Pädagogischen Hochschule in Daegu studiert. Park Chung-hee beginnt als Lehrer und trägt Uniform und Säbel der Japaner. Arm, aber ehrgeizig, nutzt er seine Chance, als Japan China angreift. 1937 wird er kaiserlicher Offizier in der Mandschurei. Die Lebensläufe von Park Chung-hee und Kim Il-sung weisen interessante Parallelen auf. Auch Park Chung-hee ging in die Mandschurei, aber unter ganz anderen Vorzeichen. Er wurde Offizier in der japanischen Armee. Obwohl sie vom gleichen sozialen Milieu abstammen, fanden sich Kim Il-sung und Park Chung-hee in diesem antikolonialistischen Kampf auf entgegengesetzten Seiten wieder. Es gibt keine Belege dafür, dass sie tatsächlich gegeneinander gekämpft haben oder auch nur zur gleichen Zeit am gleichen Ort gewesen sind. Mit Sicherheit aber betrachtete Kim Il-sung Menschen wie Park Chung-hee als seine Feinde, als Kollaborateure im Dienste des japanischen Militärs. Dieser Bewegungsablauf heißt Sam-il. Er steht für den Beginn des blutigen Unabhängigkeitskampfes der Koreaner. Zwischen 1937 und 1945 treibt der Krieg im Pazifik die Spaltung der Koreaner weiter voran. Doch als Japan den Krieg verliert, hofft Korea, endlich seine Freiheit wieder zu erlangen.
Als ich aus dem Zug stieg, sah ich, wie ein Mann mittleren Alters vor dem Bahnhof etwas aus seiner Tasche zog, während er "Lang lebe die koreanische Unabhängigkeit" rief. Ich sah genauer hin und erkannte die koreanische Flagge. Es war das erste Mal, dass ich sie sah. Als wir das Land befreit hatten, waren alle ganz aufgeregt. Doch wir wussten nicht recht, was wir tun sollten. Wir riefen einfach nur: Hurra, es lebe das unabhängige Korea. Der Rest ist Geschichte, die traurige Geschichte Koreas. Auf den Konferenzen in Kairo 1943 und Jalta 1945 haben sich die Alliierten auf eine koreanische Unabhängigkeit zu gegebener Zeit geeinigt. Bis dahin wird Korea unter amerikanische und sowjetische Aufsicht gestellt. Nach dem Zusammenbruch Japans marschieren die Sowjets im Norden des Landes ein. Wie vereinbart überlassen sie den Amerikanern die Besetzung der südlichen Hälfte. Zwei amerikanische Diplomaten ziehen auf die Schnelle entlang des 38. Breitengrades eine Demarkationslinie zwischen Nord und Süd. So fällt Seoul in die amerikanische Zone. Nicht nur Deutschland, sondern auch unser Land ist geteilt. Aber die Umstände der Teilung sind andere. Deutschland wurde geteilt, weil es einen Angriffskrieg verloren hatte. In unserem Fall wurde die Teilung von ausländischen Mächten erzwungen, ohne dass wir etwas dafür konnten. Mit der Unterstützung der USA übernimmt im Süden ein Exilkoreaner namens Lee Seung-man die Macht. Zusammen lassen sie die Volkskomitees niederschlagen, die sich überall im Süden gebildet haben, auch wenn dafür pro-japanische Kollaborateure bei Armee und Polizei rehabilitiert werden müssen. Von 1945 bis 1948 lehnten sich die Arbeiter gegen die amerikanische Militärregierung auf. Auch die Bauern rebellierten, weil die US-Militärregierung die Rationierung der Nahrungsmittel und die Agrarreform nicht in den Griff bekam. Es kam zu offenen, äußerst heftigen Auseinandersetzungen zwischen links und rechts. Als schließlich die amerikanische Militärregierung eingriff, schlug sie sich natürlich auf die Seite der Rechten. Zehntausende Koreaner fallen der Repression zum Opfer. Der 33-jährige Kim Il-sung kehrt mit den Sowjets nach Korea zurück. Im Norden ergreift er schnell die Macht. Wer als Feind der Revolution gilt, wird liquidiert oder flieht in den Süden. Die ersten Reformen sind ziemlich beliebt. In den ersten drei Jahren hatte man ungeheure Fortschritte erzielt. Man hatte die Agrarreform, die Entwicklung der Industrie, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Alphabetisierung durchgesetzt. Ich weiß noch, wie alle Dorfbewohner, egal ob jung oder alt, zu mir nach Hause kamen, um zusammen lesen und schreiben zu lernen. An diese Zeit erinnere ich mich noch sehr lebhaft. Am 15. August 1948 ruft der frisch gewählte Präsident Lee Seung-man die Republik Korea aus. An seiner Seite der berühmte General MacArthur. Drei Wochen später ruft Kim Il-sung die Demokratische Volksrepublik Korea aus. Sie wird vom Ostblock und von China anerkannt. Beide Großmächte gründeten ihre eigenen Staaten. Doch die Kontrolle der Sowjetunion über den Norden war erheblich strenger als die Kontrolle der Amerikaner über den Süden. Seit Freigabe der meisten Archive wissen wir, dass bis Ende der 40er Jahre alle wichtigen Stellungnahmen nordkoreanischer Politiker vorher von der sowjetischen Botschaft oder Regierung abgesegnet werden mussten. Die nordkoreanische Verfassung wurde von Stalin persönlich überarbeitet. Beide Seiten rüsten auf. Am 38. Breitengrad entsteht eine undurchlässige Grenze. Der eiserne Vorhang teilt Europa in zwei Lager. In Korea macht der Kalte Krieg aus einem Land zwei Staaten mit radikal entgegengesetzten Visionen. Beide sind bereit, für die Wiedervereinigung des Landes zu sterben.
Am 15. Juni 1950 beginnt der Koreakrieg. Für die Nordkoreaner sind es die amerikanischen Imperialisten, die den Krieg angezettelt haben. Nach Besetzung des Südens habe die US-Armee beschlossen, erst in den Norden einzufallen und dann Mao und die Kommunisten, die inzwischen China erobert hatten, gleich mit zu vertreiben. Doch mit der Unterstützung der sowjetischen und chinesischen Brüder führte Kim Il-sung von diesem Schreibtisch aus die Armeen des Nordens an und brachte den Invasoren eine demütigende Niederlage bei. Ich bin 84 Jahre alt und diene seit 63 Jahren in der Armee. Den Koreakrieg haben die Amerikaner verursacht. Wir wollten nur unser Land befreien und Süd- und Nordkorea wieder vereinigen. Wir marschierten bis nach Südkorea, damit alle Koreaner wie eine Familie unter einem Dach würden zusammenleben können. Das imposante Kriegerdenkmal in Südkorea erzählt die andere Version dieser Geschichte. Am 25. Juni 1950 greift Kim Il-sung, nachdem er endlich die Erlaubnis von Stalin und Mao erhalten hat, den Süden an, um ihm mit Waffengewalt die Wiedervereinigung unter einem kommunistischen Regime aufzuzwingen. It started as a civil war. I'm sure about that. Ich bin sicher, dass es als Bürgerkrieg begonnen hat. Sowohl der Norden als auch der Süden hatten Kriegsvorbereitungen getroffen. Doch der Norden war besser vorbereitet. Er landete den Erstschlag, um bei der Wiedervereinigung des Landes die Macht zu ergreifen. Im Rahmen des Kalten Krieges kam es zu einem internationalen Konflikt zwischen der UdSSR und China auf der einen und den USA und dem Westen auf der anderen Seite. Im Sommer 1950 wird bis auf die Region von Pusan im Südwesten fast ganz Südkorea von den sogenannten Roten überrannt. Doch mit massiver Unterstützung von US- und UNO-Truppen gewinnt die Armee des Südens Seoul zurück und rückt immer weiter gen Norden vor, um die andere Seite zurückzuerobern. Im Dezember 1950 erreichen die ersten GIs die Grenze zwischen Nordkorea und China. In Peking hat Mao mehrmals wiederholt: US-Truppen vor den Toren des noch jungen kommunistischen Chinas sind ein Casus Belli. Als die Amerikaner unser Land angriffen, schickte China seine Söhne und Töchter in die Schlacht und sogar Anjing Mao, den Sohn des großen Vorsitzenden. Wir dachten, dass ein mächtigeres Nordkorea mit unserer Unterstützung die Amerikaner daran hindern könnte, unsere Grenze am Yalu-Fluss zu überqueren. Kennen Sie das Lied der Armee der Freiwilligen? Kurz darauf greifen Hunderttausende von chinesischen Freiwilligen den erschöpften Nordkoreanern unter die Arme. Maos ältester Sohn stirbt an der Front. Der Rückzug der Amerikaner mündet in eine Katastrophe. Ihre Soldaten werden von den feindlichen Wogen überrannt oder erfrieren. Wo es geht, retten sie Männer und Material und einige tausend Flüchtlinge. Alle Einwohner von Wonsan begaben sich geschlossen zum Hafen. Doch die Menschenmenge war so groß, dass nicht alle an Bord des Schiffes gehen konnten. Da ich allein war, habe ich es geschafft. Ich dachte, dass ich in einer Woche wieder zurückkehren würde. Ich hatte nur ein Büchlein in der Hosentasche. Es war ja keine Entscheidung für die Freiheit, sondern fürs Überleben. Es ging das Gerücht, man würde sterben, wenn man nicht in den Süden flieht und dass eine Atombombe abgeworfen würde. Denn in all diesem Chaos wird zum ersten Mal der Einsatz von Nuklearwaffen in Korea erwogen. Tatsächlich bat General MacArthur Präsident Truman um die Entsendung von über 20 Atomwaffen. Truman verweigerte sie ihm. Das war einer der Gründe, die später zu MacArthurs Entlassung im April 1951 führten.
Mit diesen 26 Atombomben will MacArthur die chinesisch-koreanische Grenze versiegeln, um den Nachschub aus Peking zu blockieren und das rote China vom Rest der Welt abzuschneiden. Detaillierte Pläne werden ausgearbeitet. Kampfbomber führen Erkundungsflüge durch. Sie werfen sogar Bombenattrappen über dem Norden ab, um zu testen, wo und wie sie einschlagen. Wie hat man sich wohl in den nordkoreanischen Bunkern gefühlt, als die B-29-Bomber von Japan herüberkamen und man nicht wusste, ob sie wirklich eine Atombombe abwerfen oder nur eine Attrappe? Um einen dritten Weltkrieg zu vermeiden, wird die nukleare Option fallen gelassen. Im Sommer 1951 stabilisiert sich die Front mehr oder weniger an ihrem Ausgangspunkt. Der Krieg wird zum Stellungskrieg. Um China und Nordkorea in die Knie zu zwingen, beginnt die systematische Bombardierung des Nordens. Erhebungen der US Air Force zufolge waren die Zerstörungen durch Bomben in Nordkorea größer als diejenigen in Japan oder Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Die Nordkoreaner verloren sehr früh die Kontrolle über ihren Luftraum, weshalb sie ihre Industrie, ihre Schulen und Fabriken und selbst ihre Startbahnen schon bald unter die Erde verlegten. Es gab nichts mehr. Die hohen Schornsteine waren alle eingestürzt. Es gab nur noch Ruinen. Jeder hat beim Wiederaufbau mitgemacht. Trotz der widrigen Umstände haben Schüler und Studenten weiterhin gelernt und sich zugleich am Wiederaufbau zerstörter Schienen, Brücken und Straßen beteiligt. Wir Koreaner haben trotz allem überlebt. Im Süden sind die Verwüstungen ebenso groß. Am Ende gab es keine Bäume mehr, keine Gebäude und keine Nahrungsmittel. Einfach nichts. Wir konnten nichts dagegen tun, denn die Menschen waren unfähig und ungebildet. Jedes Frühjahr gingen die Nahrungsmittel aus. Es war eine sehr schwierige Zeit. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. . 1953 stirbt Stalin. Der Würgegriff des Kalten Krieges lockert sich. Am 38. Breitengrad schließen Nordkoreaner, Chinesen und Amerikaner im Namen Südkoreas und der UNO einen Waffenstillstand, aber keinen Friedensvertrag. Rechtlich gesehen ist der Krieg noch immer nicht vorbei. Der Koreakrieg hat 3 bis 4 Millionen Tote gefordert. Mit seinen Gräueltaten auf beiden Seiten, seinen öffentlichen Hinrichtungen, seinen Massengräbern und Millionen von Flüchtlingen war er einer der blutigsten der Geschichte. Bei meiner Ankunft in Busan im Süden dachte ich, dass ich nach einer Woche wieder zurückkehren könnte. Aber nun lebe ich seit 60 Jahren mit der Teilung. Dieser Bewegungsablauf heißt Juche. Juche, ein fester Bestandteil der politischen Ideologie Nordkoreas, besagt, dass die Koreaner ihre eigenen Herren und Herren ihres Schicksals sind. Die Nation verkörpert sich natürlich im obersten Führer. Diese Mischung aus Selbstversorgung und Selbstverteidigung, die sich vom orthodoxen Marxismus deutlich unterscheidet, findet bei den Koreanern großen Anklang. Im Süden ist Juche streng verboten, doch auch seine Führer streben nach nationaler Unabhängigkeit. Das Nachkriegskorea ist eines der ärmsten Länder der Welt. Im Norden drängen die großen Schutzmächte UdSSR und China auf schnellen Wiederaufbau. Der Norden war das Paradies der Armen. Es war ein Land für das Volk. Der Süden war das Paradies der Grundbesitzer. Deshalb zogen die Armen wie mein Vater den Norden vor. Mein Vater wurde in einer Familie von Fischern geboren.
Und da er so arm war, zog er durchs Land und trat schließlich in die Freiwilligenarmee ein. Er kämpfte im Krieg gegen den Süden und machte danach seinen Universitätsabschluss. Er heiratete eine Lehrerin und gründete eine Familie. Er bekam einen ersten Sohn, mich. Damals gab unser großer Führer Anweisungen zum Wiederaufbau des Landes. Wer Geld hatte, gab es ab. Wer Techniken beherrschte, stellte sie zur Verfügung. Und wer über große Körperkraft verfügte, setzte sie ein. Es wurde überall Unglaubliches geleistet. Die allmächtige koreanische Arbeiterpartei ordnet die Kollektivierung der Landwirtschaft und des Handwerks an. Lebensmittel werden nach Verdienst zugeteilt. Arbeiter erhalten am meisten. Die Familien, die mit den Japanern kollaboriert haben, am wenigsten. Es war eine Gesellschaft, in der jeder hart arbeitet und vom Staat mehr oder weniger gleich behandelt wird. Nahrung, Gesundheitswesen, Schulwesen und Wohnraum sind kostenlos. Es gibt Funktionäre, die alles wissen, und es gibt einen großen Führer, ein allwissendes, gottgleiches Genie, der diese wunderbare Gesellschaft anführt. Bei der Mehrheit der Koreaner fand das großen Anklang. Und ich glaube, dass das nordkoreanische Modell lange Zeit erheblich beliebter war als das südkoreanische. Es war eine ländliche Utopie, ein Bauernparadies. Mitten im Kalten Krieg bleibt Korea ein Schaufenster des Ostblocks. So baut Russland Fabriken, China stellt Menschen und Material zur Verfügung, Ostdeutschland baut eine ganze Stadt wieder auf und die Tschechoslowakei liefert Busse. Sozialistische Solidarität. Die Amerikaner hatten gesagt, Pyongyang könne vor in 100 Jahren nicht wieder aufgebaut werden. Aber nachdem der Krieg beendet war, hatte unser Volk die Infrastruktur der Stadt innerhalb von 10 Jahren nach einem bereits bestehenden Plan wiederhergestellt. Nach stalinistischem Vorbild war Nordkorea natürlich von Anfang an sehr repressiv und duldete keinerlei Form von Kritik. Und doch glaube ich, dass damals in Nordkorea ein Kollektivgeist herrschte, der zum größten Teil authentisch war. Der Norden profitierte auch davon, dass sich dort ein Großteil der Kolonialindustrie befand. Südkorea erhielt zwar insgesamt viel mehr Wirtschaftshilfe, doch im Gegensatz zum Norden war es nicht fähig, diese zu nutzen. Ende der 50er Jahre erlebte Nordkorea eine Art Wirtschaftswunder. Es hatte damals vermutlich die höchste industrielle Wachstumsrate der Welt. Seoul today has regained much of its former stature among the national capitals of the world. Where snipers once hid, the housewives of Seoul calmly do their shopping. Yet the task of reviving Korea completely, or even of Seoul alone, is still far short of completion. More than a million homeless people remain. Nearly 100,000 orphans must be cared for. Südkorea hat zwar doppelt so viele Einwohner wie der Norden, doch es ist ein rückständiges Agrarland. Das korrupte Regime von Lee Seung-man ist intern äußerst umstritten. Bleibt als einzige Institution die Armee. Ich arbeitete damals in der Wirtschaftsentwicklung. Korea galt als hoffnungsloser Fall. Ohne natürliche Ressourcen, korrupt und, was im Nachhinein am komischsten wirkt, von einer konfuzianischen Lehre belastet, die besagt, dass ein Ehrenmann nicht arbeitet, sich in Weiß kleidet und die Fingernägel wachsen lässt, um seiner Geringschätzung manueller Arbeit Ausdruck zu verleihen. Das war das Bild, das man noch vor 50 Jahren von Korea hatte. Es dauerte also eine Weile, bis Südkorea Anlass zum Optimismus gab. 1951, ich wurde 1951 während des Krieges geboren. Wir litten damals immer Hunger, liefen in Lumpen herum und waren krank. Und wenn man krank war, musste man damit leben, da es keine Krankenhäuser gab. Es war extrem kalt. Und in einem solchen kalten Winter wünschte man sich am Neujahrstag nicht sehnlicher als ein paar neuer Strümpfe. Heute habe ich Strümpfe genug. Nordkorea
Noch halb zerstört wird Seoul von Bauern überflutet, die vor dem Elend auf dem Land flüchten. Unzählige Slums entstehen. Überall schießen Hochhaussiedlungen aus dem Boden, Symbole eines neuen Stadtbildes nach westlichem Vorbild. Vor 100 Jahren hatte sich Japan an der westlichen Kultur aus England und Europa orientiert. Korea hingegen hatte diese westliche Kultur zu einem kleinen Teil aus Japan bezogen. Vor allem aber von der US-Armee. Wir nannten das GI-Kultur. Der Glaube an ihr Land bringt die ersten südkoreanischen Unternehmer hervor. Hyundai, was modern bedeutet, macht sein Vermögen zunächst mit der Versorgung der US Army. Der Staat vergibt Aufträge zum Wiederaufbau. Die Arbeiter vom Land sind bereit, 7 Tage die Woche zu arbeiten. Hauptsache, es gibt etwas zu essen. 1960 führen große Studentenunruhen zum Sturz von Lee Swing-man. Für kurze Zeit setzt sich eine, wenn auch chaotische, Demokratie durch. Doch ein Jahr später putscht sich ein General Park Chung-hee an die Macht, da er fürchtet, Kim Il-sung könnte von der Lage profitieren. Seine Junta spricht von Revolution. Sie will das Land im Eiltempo industrialisieren. Wer die Wirtschaft ankurbelt, wappnet sich für den nächsten Krieg. Zur Zeit der militärischen Revolution war Park Chung-hee 2-Sterne-General. Ich kannte ihn sehr gut. Er war sehr unnachgiebig, sparsam und patriotisch. Männer wie ihn gibt es heute nicht mehr. Wir befanden uns im steten Wettstreit mit Nordkorea. Unsere Armee war 600.000 Mann stark. Hinzu kamen all die stationierten US-Divisionen und die ganze Militärhilfe. Wir mussten unser Land verteidigen. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Nordkorea war in unseren Köpfen stets präsent. Park vergleicht sich mit Bismarck, Napoleon oder Atatürk. Zunächst beruhigt er Washington, das sich wegen seinem kommunistischen Bruder Sorgen macht. Er schickt Tausende von Bergarbeitern und Krankenschwestern nach Deutschland, die Devisen ins Land bringen. Für Schwerindustrie und Exporte aller Art stellt er einen 5-Jahres-Plan auf. Große Multifunktionsunternehmen wie Hyundai, Samsung oder Daewoo werden unterstützt, wenn sie den Weisungen des Staates folgen. Wir brauchten Investitionen für die Entwicklung unseres Landes. Park Chung-hee normalisierte die Beziehung zu Japan und erhielt so 300 Millionen Dollar an Subventionen und 200 Millionen an Darlehen. Er vergab an Hyundai den Bau von Autobahnen und Schiffen, die mit Hilfe dieser Subventionen in Angriff genommen wurden. 1965 schickt Park 2 seiner besten Divisionen zur Unterstützung der Amerikaner nach Vietnam. Ihren Sold verwendet der Staat für seine Projekte. Gleichzeitig sichert er sich so die Unterstützung Washingtons entlang der DMZ. Im Norden baut der omnipräsente Kim Il-sung seine Macht im Innern aus, indem er die pro-sowjetischen und pro-chinesischen Gruppierungen ausschaltet. Sein Ziel? Nicht mehr von den großen Nachbarn abhängen. Die chinesisch-sowjetische Rivalität war das Beste, was ihm passieren konnte. Seine Neutralität in der Fehde konnte er sich durch Zahlungen aus beiden Lagern vergüten lassen. Er war politisch sehr geschickt, ein Meister der Manipulation. Und er hatte damit großen Erfolg. Er hatte nichts oder nur sehr wenig, aber es gelang ihm, beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Eine große Leistung. Dieser Drang zur Autonomie macht ihn für blockfreie Staaten wie Indonesien, Jugoslawien, Madagaskar zum Helden. Auch für Kambodscha, dessen König 2 Jahre im Exil in Pyongyang weilte. La politik, l'idéologie ici, ce n'est pas le marxisme, léninisme, ce n'est même pas le communisme, c'est le Kim Il-sungisme, qui est caractérisé par le juche. Le juche, ça veut dire compter sur soi-même, sur ses propres ressources, sur ses propres efforts, sur ses propres sacrifices pour développer, défendre le pays. C'est ça qui est beau. 20 Jahre lang hält die Planwirtschaft ihre Versprechen.
Sogar die CIA ist von der Anzahl an Schulen und dem Rückgang der Armut beeindruckt. Die reich vorhandenen Rohstoffe, vor allem Eisen und Kohle, werden bis nach Japan und Europa exportiert. Doch nach und nach kommt das Modell ins Stocken. Offiziell ist das US-Embargo schuld an allen Problemen. Doch auch Misswirtschaft und Abholzung der Wälder, die zur Erosion des Bodens führt, zeigen die Grenzen dieses monolithischen und ultrazentralistischen Systems. I talked to a number of younger people, middle-level nomenclature, I would say. Ich sprach damals mit jungen Menschen, die der mittleren Nomenklatura angehörten. Sie hatten ein sehr schwarz-weißes Weltbild. Die Eigenschaften, die im nordkoreanischen System am meisten geschätzt wurden, waren Kompromisslosigkeit gegenüber dem Feind, Opferbereitschaft, unbedingte Linientreue, Entschlossenheit und Gehorsam. Damit konnte man Karriere machen. This is what brings the people by the social ladder. In terms of per capita GNP, North Korea's has been always. Bis 1975 hatte Nordkorea ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Südkorea. 1975 betrug das Pro-Kopf-Einkommen im Norden wie im Süden $500 im Jahr. Für Korea war das damals viel Geld. Zu diesem Zeitpunkt öffnet sich Südkorea international. Nach der ersten Ölkrise beginnen die Unternehmen in großem Stil Stahl, Schiffe und Autos, aber auch gut ausgebildete Arbeitskräfte zu exportieren. Hyundai schickt 160.000 Arbeiter in den Nahen Osten. Ihre Baustellen bringen der Firma $10 Milliarden jährlich ein. Die Wachstumsraten explodieren. Das Musterland Korea liegt jetzt im Süden. Dieser Bewegungsablauf heißt Tong-il, Wiedervereinigung. Der größte Wunsch der Koreaner seit 1945. Koreakrieg und Kalter Krieg haben eine Vereinigung durch Waffengewalt unmöglich gemacht. Doch um sich näher zu kommen, muss man sich treffen, miteinander reden, Lösungen finden. Und das ist schwer, wenn die Grenze am 38. Breitengrad hermetisch geschlossen bleibt. Von 1953 bis Ende der 60er Jahre droht der Koreakrieg jederzeit wieder auszubrechen. Grenzkonflikte sind Alltag und es wimmelt von Spionen. 1968 fürchtet man sogar eine Ausweitung des Vietnamkrieges. Ein nordkoreanisches Kommando wird ausgeschickt, um Park Chung-hee zu ermorden. Die Attentäter kommen bis zum Präsidentenpalast in Seoul. What happened? Am 21. Januar 1968 drang ein nordkoreanisches Kommando bis hierher vor, bis zu diesem Haus, das direkt hinter der Präsidentenvilla liegt. Das Kommando wurde von Südkoreanern entdeckt und nach heftigem Kampf übermannt. Viele Südkoreaner hatten damals solche Angst, dass sie in die Vereinigten Staaten auswanderten. Andere begannen, Nudeln und Fertiggerichte zu horten, weil sie einen neuen Krieg fürchteten. In den 70er Jahren war unser Leben in Korea wirklich untrennbar mit einem Gefühl der Unsicherheit verbunden. 30 der 31 Nordkoreaner werden entweder getötet oder bringen sich selber um. Zwei Tage später wird das US-Spionageschiff Pueblo von der nordkoreanischen Flotte gekapert. Ein demütigender Fang, für Nordkorea aber bis heute eine Heldentat des Kalten Krieges. Die amerikanischen Eindringlinge hatten das Spionageschiff Pueblo ausgeschickt, um unser Land erneut zu besetzen. Doch unsere heldenhafte Marine brachte das Schiff in seine Gewalt. Nach einem Jahr Haft wurde die gesamte Besatzung wieder freigelassen. Während meines ganzen ersten Jahres beim Militär wurde über die Affäre Pueblo gesprochen.
In unseren Archiven befinden sich noch immer Filmszenen von damals. In einer Szene sieht sich einer der freigelassenen US-Soldaten ständig um, weil er fürchtet, erneut festgenommen zu werden. Darüber haben wir damals viel gelacht. Es gibt in diesen Archivaufnahmen viele komische Momente.1971 setzt eine Tauwetterperiode ein. Nach den Krisen von Kuba und Prag nähern sich die Vereinigten Staaten China an. Präsident Nixon, Alliierter von Südkorea, trifft sich mit Mao, dem Verbündeten Nordkoreas. Um bei der Annäherung nicht auf der Strecke zu bleiben, beschließt Präsident Park, seinen Geheimdienstchef in den Norden zu schicken, um Kim Il-sung zu treffen. Im Gegenzug schickt Kim Il-sung seinen eigenen Bruder nach Seoul. Die Treffen sind streng geheim. Doch dann wird die Welt von einer großen Pressekonferenz überrascht. Im Norden bleibt die Wiedervereinigung ein tragendes Thema. Pjöngjang hat die Existenz zweier Systeme anerkannt. Wie man auf diesem Wandbild sieht, tritt Kim Il-sung ab 1970 für einen Föderalstaat ein, der die so unterschiedlichen Landesteile vereinen soll. Dafür wirbt er in der ganzen Welt. Dieser erste dauerhafte Kontakt auf höchster Ebene weckt gewaltige Hoffnungen. Vertreter des Roten Kreuzes aus Nord und Süd treffen sich in beiden Hauptstädten. Ein rotes Telefon wird eingerichtet. Doch trotz dieser Bemühungen rüsten beide Seiten weiterhin auf. ...1973 stationiert die CIA einen neuen Geheimdienstleiter in Seoul. Sein Kontaktmann vor Ort war Parks rechte Hand, der gefürchtete Lee Hurak. Ich rief ihn an und fragte, wie es sich anfühlte, seinem Erzfeind direkt gegenüber zu sitzen. Er sagte, er allein hat die Fäden in der Hand. Wirklich ein Mordskerl. Es klang sehr positiv. Lee Hurak hatte gesehen, welche Kontrolle Kim Il-sung über sein Volk ausübte. Als er zu Park Chung-hee zurückkehrte, sagte er, wenn wir mit dem Norden verhandeln wollen, müssen wir hier eine ebenso strenge Kontrolle einführen. Lee Hurak hatte von seinem Treffen mit Kim Il-sung also die völlig falsche Botschaft mitgebracht. Im Anschluss erlässt Park tatsächlich eine ganz auf ihn zugeschnittene Verfassung. Er klärt sich zum Präsidenten auf Lebenszeit und verschärft die Repressionen. In den Jahren 1970 und 1971 wurde ich immer wieder verhaftet und ins Gefängnis gesperrt. Ich kenne alle Orte, an denen in Südkorea heimlich gefoltert wurde. Sei es beim Militär oder beim Geheimdienst KCIA oder bei der Polizei. Berühmteste Zielscheibe des Regimes ist Kim Dae-jung. Dieser sehr beliebte Politiker der linken Opposition hätte beinahe die Wahlen gegen Park Chung-hee gewonnen. Kim Dae-jung überlebt mehrere Attentatsversuche. Er tritt für eine friedliche Wiedervereinigung ein und wird später zu einem großen Staatsmann werden. Doch die blutige Realität der Halbinsel holt bald die Träume einer raschen Annäherung ein. 1974 schießt ein Mann auf Park, der gerade eine Rede hält. Seine Leibwache schießt zurück. Parks Ehefrau stirbt durch einen Querschläger. Der Süden beschuldigt den Norden, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Angst kehrt zurück. Die Amerikaner haben inzwischen den Vietnamkrieg verloren. Wer weiß, ob sie nicht eines Tages ihre seit 1958 in Südkorea stationierten Atomraketen abziehen werden.
Park Chung-hee beschließt, sein Land mit der Atombombe auszurüsten. Wir erhielten Berichte, dass die Südkoreaner mit Frankreich über den Kauf einer Wiederaufbereitungsanlage verhandeln, die die Umwandlung der Brennstäbe eines Kernreaktors in waffenfähiges Plutonium ermöglichen. Natürlich behaupteten die Südkoreaner, dass sie die Anlage nur für friedliche Zwecke nutzen wollten, was blanker Unsinn war. Wir riefen die französische Regierung an und sagten, wir haben auf der koreanischen Halbinsel 40.000 Mann stationiert, bitte destabilisiert die Lage nicht. Daraufhin wurde der Kaufvertrag annulliert.1979 wird Park von seinem eigenen Geheimdienstchef ermordet. Die Gründe dafür bleiben unklar. Die Menge weint um den Mann, der sie aus dem Elend befreit hat. Um für dauerhaften Machterhalt zu sorgen, hat Kim Il-sung begonnen, seinen ältesten Sohn Kim Jong-il zu seinem Nachfolger auszubilden. Dieses dynastische System schockiert die kommunistischen Verbündeten. Doch im Sinne des Yuche erscheint es völlig normal. 1985 markieren erste Familienzusammenführungen seit dem Koreakrieg einen kleinen Schritt nach vorn. Nach einer Flutkatastrophe im Süden liefert der Norden sogar Reis, was ihn jedoch nicht daran hindert, sporadische, aber sehr brutale Anschläge gegen das Militärregime in Seoul auszuführen. Alles in allem erscheint der Norden stabil. Doch der Rest der Welt ist im Umbruch. Nach seinem ersten Treffen mit Gorbatschow im Oktober 1986 kehrte Kim Il-sung mit der Überzeugung heim, dass das alles kein gutes Ende nehmen würde. Er fühlte sich alleingelassen und er war klug genug, um zu erkennen, dass ihm niemand zur Seite stehen würde, falls das sozialistische System sich wandelte. Peking und Moskau interessieren sich immer mehr für die südkoreanischen Märkte und immer weniger für die veraltete Wirtschaft des Nordens. Ich erzähle Ihnen eine wahre Geschichte. Mao schenkte Nordkorea einige MiG-25 Jagdflugzeuge. Nach einer gewissen Zeit mussten die Flugzeuge general überholt werden. Aber China hatte sich schon zur Marktwirtschaft gewandelt. Die chinesische Flugzeugfabrik sagt, wir können die Reparatur durchführen, wenn ihr bezahlt, werden wir es tun. Nordkorea sagte, ihr habt uns die Flugzeuge doch geschenkt. Sind wir noch Brüder? Sie schrieben also einen Brief an Deng Xiaoping. Sie ahnen, was Deng Xiaoping darauf antwortete. Wir sind jetzt auch Waffenhändler, wir müssen Geschäfte machen. Daraufhin waren die Nordkoreaner sehr wütend. Zur gleichen Zeit endet im Süden, nach 10 Jahren der Massenunruhen, Massaker und Demonstrationen, endlich die Herrschaft des Militärs. 1987 organisiert Seoul seine ersten freien Präsidentschaftswahlen. Die Olympischen Spiele im folgenden Jahr erlebt man als Krönung dieser Öffnung. Die Olympischen Spiele erfüllten die Koreaner mit Selbstvertrauen und Stolz. Sie hatten es geschafft, sich der Welt zu öffnen und würden das auch weiter tun. Deshalb waren die Olympischen Spiele in Seoul so ungeheuer wichtig. Bis auf Kuba ist kein Verbündeter dem Boykottaufruf des Nordens gefolgt. Das Gleichgewicht des Kalten Krieges ist aus den Fugen geraten. Doch ein vereintes Korea bleibt ein Traum in weiter Ferne. Überall, auch in Europa, ist der Kalte Krieg vorbei. Doch auf der koreanischen Halbinsel dauert er immer noch an. (Sie)